Den Universitätsprofessor Dr. Ewald Nowotny braucht man ja grundsätzlich, glaube ich, nicht vorstellen. Er ist Gouverneur der Österreichischen Nationalbank und Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank und als solcher eigentlich einer der wenigen, die imstande sind, uns diese Welt zu erklären. Ich darf, weil vielleicht nicht alle seine Laufbahn kennen, ein paar Stichworte dazu sagen. Also vor der Ernennung an die Spitze der ÖMB war der Professor Nowotny in einer Reihe von Führungspositionen tätig, Generaldirektor der BAWAG PSK-Gruppe, Vizepräsident und Vorstand der Europäischen Investitionsbank, Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats der Österreichischen Postsparkasse und einige Aufsichtsratspositionen. Das war aber irgendwie, ich weiß nicht, der Nebenberuf oder doch der Hauptberuf, weil eigentlich war er Universitätsprofessor. Ne? Von 68 bis 73 Assistent am Institut für Volkswirtschaftslehre bei Rothschild in Linz, dann Professuren, Forschungsaufenthalte an Harvard, an der Technischen Universität Darmstadt, Uni Linz und dann ordentlicher Professor der Wirtschaftsuniversität Wien. Ehrendoktorat gibt es auch, was kein Wunder ist. Außerdem war er noch von 1979 bis 1999 Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat und Vorsitzender des Finanzausschusses. Ihn aber ziemlich fad die ganze Zeit, würde ich meinen. Gut, meine erste Frage, keine böse. In Zeiten wie diesen, wo Finanzmärkte und Währungspolitik wirklich kompliziert und härter sind als früher, haben Sie es je bereut, die ruhige Welt der Universität verlassen zu haben? Ich werde auf die Frage gleich eingehen. Ich möchte Sie zunächst einmal noch sehr herzlich begrüßen. Tut mir natürlich leid für Sie, dass Sie sozusagen auf selbe Geld nur das halbe Programm bekommen. Aber dafür hatten wir Zeit gefunden, meinen Lebenslauf länger zu schildern. Die Frage, schauen Sie, das stellt sich in dieser Form ja gar nicht, weil es gibt einfach Entwicklungen, denen man sich ja nicht entziehen kann und nicht entziehen will. Natürlich ist das Leben, das ich jetzt führe als Gouverneur, ein unglaublich spannendes und in dem Sinn herausforderndes. Richtig ist, dass man natürlich auf einer Universität mehr Zeit hat zum Nachdenken, wie sie auch sein soll. Und ich finde es aber auch gut, dass wir gerade in der Geldpolitik ja doch eine relativ enge Verflechtung haben zwischen Theorie und Praxis. Es sind im Gouverneursrat der EZB, also sozusagen im Führungsgremium, sind ungefähr fast die Hälfte der Mitglieder dort ehemalige Professoren oder mit akademischem Hintergrund, also oder mein ausgeschiedener Freund Axel Weber ist jemand, den ich als Professor schon lange als Kollegen vorher gekannt habe. Wir haben also eine Reihe von Leuten, sodass gerade das Gebiet der Geldpolitik ein Gebiet ist, das man eigentlich ohne eine seriöse theoretische Fundierung nicht wirklich machen kann. Also insofern fühle ich mich da sehr wohl, dass es eine Kombination beider Welten ist. Ja, ich glaube, da fühlen wir uns alle sehr wohl damit, weil wenn ich sagen darf, es gibt ja, glaube ich, einen netten Ausspruch von Gerd Bacher, der der Meinung ist, dass sich die Politik in diesen komplizierten Geldfragen genauso wenig auskennt wie er selber oder so ähnlich, wenn ich ihn jetzt nicht falsch zitiere. Und ich glaube, Sie sind derjenige, der uns immer wieder zeigt, dass es doch Leute gibt, die sich auskennen. Was ist im Moment das größte Problem in diesen europäischen Zahlungsraum? Das, wenn ich vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, ja, ein bisschen sozusagen doch sozusagen ein bisschen im Sinne der theoretischen Fundierung ein bisschen ausholen darf. Es gibt ein gewisses atypischen Ablauf von Wirtschaftskrisen. Und es ist gerade sozusagen dieses Sequencing, dieser Ablauf ist eigentlich das, was sehr stark auch das Denken der Notenbanker, der Wirtschaftspolitiker bestimmt. Es beginnt mit einer Finanzkrise,
die aus verschiedenen Ursachen ausgelöst werden kann. Also in unserem konkreten Fall war das also diese sogenannte Subprime-Krise in den USA aus einer vorzeitigen, zu schnellen Deregulierung entstanden und auch aus einer vielleicht etwas zu laxen Geldpolitik. Diese Finanzkrise führt dann in der weiteren Folge zu einer Krise des realen Sektors, weil die Banken ihre Kreditvergabe zurückschrauben, weil Unsicherheit entsteht. Dadurch kommt es zu einer Krise des realen Sektors und das haben wir gehabt. Also wir hatten zuerst die Finanzkrise, Höhepunkt der Zusammenbruch des Bankhauses Lehman. Nach diesem Zusammenbruch von Lehman ein totaler Vertrauensverlust. Etwas eingetreten, was wir weder in der Theorie noch in der Praxis jemals erwartet hatten, nämlich ein totaler Zusammenbruch der Geldmärkte. Das heißt, die Banken waren nicht mehr bereit, einander Geld zu geben. Damit, das ist wieder Blutkreislauf einer Volkswirtschaft. Das ist wie ein Infarkt. Die Notenbanken haben das durch massive Bereitstellung von Liquidität überwinden können. Dadurch ist das Bankensystem wieder langsam in Gang gekommen. Es hat aber dazu geführt, dass es zu einer Krise im realen Sektor der Wirtschaft gekommen ist. Wir hatten das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder ein massives Sinken des Sozialprodukts. Auch in Österreich hatten wir 2009 minus 4%, also einen deutlichen Rückgang, hat es vorher in dieser Form noch nicht gegeben. Und diese Krise der Realwirtschaft hat sich dann wieder weitergewirkt in einer Krise der öffentlichen Finanzen. Und die Krise der öffentlichen Finanzen ist dadurch entstanden, dass eben eine Krise der Realwirtschaft quasi automatisch, das sind die sogenannten automatischen Stabilisatoren, dazu führt, dass das Defizit ansteigt, weil ich eben das Steueraufkommen geringer ist, weil ich für Arbeitslosengeld und so weiter zusätzliche Gelder brauche. Und je nachdem, gerade die Staaten, die halt vorher schon ein zu hohes Defizit hatten, sind dann in noch größere Probleme gekommen. Und wenn Sie mich fragen, das ist heute das größte Problem. Die Frage der Entwicklung der öffentlichen Finanzen ist derzeit sicherlich das größte Problem, das uns beschäftigt. Und die Herausforderung, die wir haben, ist, dass sich aus dieser Krise der öffentlichen Finanzen nicht wieder eine negative Rückkoppelungsschleife ergibt zu einer Krise der Banken. Weil also eben die Banken ja in ihren Büchern, in ihren Bilanzen natürlich zu einem erheblichen Teil Staatspapiere haben und daher jede Krise der öffentlichen Finanzen wieder die Gefahr ist, dass es sich sozusagen eine Bankkrise ergibt und wir damit sozusagen zu einer negative Rückschleife kommen. Und im Prinzip das, was wir machen als Notenbanken und das, was auch mit Rettungsschirmen und so weiter, ist alles zu verstehen unter dem Aspekt, verhindern einer weiteren Negativspirale. Und diese Spiralen sind auch grenzüberschreitend. Alles, was ich jetzt geschildert habe, sind primär weltwirtschaftliche Entwicklungen. Österreich ist ja hier vergleichsweise in einer guten Situation. Wir sind natürlich auch mit betroffen, aber vergleichsweise in einer sehr viel besseren Situation. Das ist vor allem eine Situation bei den öffentlichen Finanzen, wo es sich konzentriert hat, speziell in Europa, auf die Staaten des südlichen oder auf einige Staaten des südlichen Europa. Aber natürlich mit der Gefahr immer, dass es dann Ansteckungseffekte für alle anderen Staaten hat, über den Transmissionsmechanismus der Banken. Ja. Gut, würden Sie aus heutiger Sicht sagen, dass die bis jetzt getroffenen Maßnahmen ausreichend sind, um uns zu stabilisieren, um dieses ganze Gebilde, diese ganze Schleife zu bremsen? Also gute Frage. Ist der Euro jetzt gerettet? Ich weiß, es ist meine Lieblingsfrage. Die endgültige Antwort werden wir in ein paar Jahren geben können. Ich glaube, man muss wieder unterscheiden. Was die Frage des Euro betrifft, der Euro in seiner Funktion als Währung war nie in Frage gestellt. Eine Währung hat zwei wesentliche Funktionen. Die eine ist, als Zahlungsmittel zu dienen. Das war für den Euro nie ein Problem. Sowieso im Eurogebiet schon gar nicht. Und international
ist der Euro zunehmend auch verwendet als Währungsreserve. Knapp ein Viertel der Währungsreserven der Welt sind derzeit bereits im Euro mit steigender Tendenz. Das heißt, die Zahlungsmittelfunktion war erfüllt. Die zweite Funktion einer Währung ist das, was man nennt die Wertaufbewahrungsfunktion. Das heißt Preisstabilität. Die EZB, die Europäische Zentralbank, definiert Preisstabilität als eine Inflationsrate nicht über, aber knapp bei 2%. Also das ist unsere Definition von Preisstabilität. Die tatsächliche Inflationsrate des Euro seit seinem Bestehen, die durchschnittliche Inflationsrate, beträgt 1,95%. Das ist übrigens eine deutlich niedrigere Inflationsrate als in den 10 Jahren vorher im Schilling oder auch in der D-Mark. Das heißt, der Euro als solches war nie in Gefahr und ist also auch als solches kein Problem. Wo wir ein Problem haben, das sind einzelne Staaten, und zwar die öffentlichen Finanzen einzelner Staaten. Wir haben im Falle Griechenland ja de facto einen nicht totalen, aber teilweisen Bankrott eines Staates gehabt. Wir haben natürlich Anstrengungen in anderen Staaten und da ist schon noch einiges an Arbeit notwendig. Primär einmal Arbeit in den Staaten selber, weil die Stabilisierung der öffentlichen Finanzen muss letztlich von den Staaten selber folgen. Das, was man von außen geben kann, also Rettungsschirme, Kredite, das ist alles nur Überbrückungshilfe. Am Ende, damit es dauerhaft ist, muss es im Land selber geschehen. Ja, aber damit haben die meisten Länder ja, zumindest wie man das als normaler Konsument wahrnimmt, deutlich erhebliche Schwierigkeiten. Das Sparen bedeutet ja in vielen Fällen, dass sozusagen ja, die Bevölkerung weniger Geld hat, dass die Menschen protestieren, dass sie das auch alles gar nicht verstehen können. Gibt es da Mittel, wie man das Verständnis verbessern kann? Gibt es, wie soll Ihrer Meinung nach die Politik reagieren? Ist ein italienisches Modell gut, wo es auf einmal einen Fachmann gibt, der eigentlich gar nicht gewählt wurde und jetzt ganz grausliche Grauslichkeiten durchsetzen kann? Was ist Ihre Sicht der Dinge dazu? Ich glaube auch in der Tat, die größten Risiken sind die politischen Risiken. Sozusagen, weil natürlich ist das eine enorme Herausforderung, jetzt über einen relativ langen Zeitraum, wir sprechen ja hier von 5 bis 10 Jahren, über so einen langen Zeitraum eine Fehlentwicklung, die vorher geschehen ist, zu korrigieren. Das ist ja nicht einfach. Daher glaube ich, ist es auch notwendig, dass sowohl in der öffentlichen Diskussion, aber auch im politischen Leben und in der politischen Praxis, wir auf der einen Seite klarerweise die Anstrengungen haben müssen der Budgetkonsolidierung, des Sparens, aber ich muss auf der anderen Seite auch eine gewisse Hoffnung haben. Ich glaube, ohne eine gewisse Perspektive, eine gewisse optimistische Perspektive, kann ich einfach so ein Programm nicht durchführen. Also das heißt, ich muss gleichzeitig dazu auch Maßnahmen haben, die wachstumsfördernd wirken. Ganz konkret etwa im Falle Griechenlands hat die Bank, wo ich früher tätig war, die Europäische Investitionsbank, das ist also die Hausbank der EU, parallel ein Programm entwickelt, um Auslandsdirektinvestitionen zu fördern, hat das auch mit der deutschen Wirtschaft zusammengetan. Und ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig. Das setzt aber voraus, und so gerade hier im Haus des Gewerbevereins ist das ja naheliegend zu sagen, dass natürlich auch diese Länder attraktiv sein müssen als Standorte für Investitionen. Das heißt, sie müssen eine funktionierende Infrastruktur haben, sie müssen eine funktionierende öffentliche Verwaltung haben. Das ist deren Aufgabe. Aber wenn das geschieht, dann gibt es keinen Grund, warum nicht eben zum Beispiel Auslandsinvestitionen wieder kommen sollten. Und ich glaube, man muss eben beides sehen. Nur Sparen allein ist sicherlich nicht etwas, was sich auf unendliche Zeit politisch durchhalten lässt. Ja, ich glaube, den Eindruck hat man auch,
Ich glaube, eine Frage oder mehrere Fragen zum Thema sozusagen auch aus der öffentlichen Wahrnehmung durch Nichtfachleute. Welche Rolle spielen die Ratingagenturen? Was ist da dran, dass man das Gefühl hat, kaum hat sich die EU irgendwo bemüht, etwas zu tun, kommt irgendwie da jemand daher und haut wieder so richtig drauf. Zumindest war das eine Zeit lang der Fall. Ich versuche das einfach zu formulieren, aber ich glaube, so empfinden das die Menschen und wieso ist das? Also ich glaube, auch hier muss man das differenziert sehen. Also als Ökonom sehe ich durchaus, Ratingagenturen haben eine ökonomische Funktion. Und zwar insofern, als wir im Finanzbereich typischerweise konfrontiert sind mit etwas, was die Ökonomen nennen asymmetrische Information. Also das heißt, der Banker, der ein Produkt erstellt, verpackt, weiß besser, hoffentlich, es ist nicht immer sicher, weiß besser, was in dem Produkt drinnen ist, als der, der dieses Produkt kauft. Und es ist auch für den dann nicht relevant oder zahlt sich nicht aus, das detailliert zu prüfen. Das kann man gar nicht. Und da haben die Ratingagenturen die Funktion, quasi für Transparenz auf den Märkten zu sorgen. Das ist eine legitime und wichtige Aufgabe. Das Problem ist, dass sie das zum Teil nicht erfüllt haben. Also es ist heute unbestritten, an diesem Desaster in Amerika mit auf den Immobilienmärkten haben die Ratingagenturen in einer verantwortungslosen, oder manche Ratingagenturen in einer verantwortungslosen Form mitgewirkt, weil sie eben genau diese Bündel zuerst sozusagen zusammengeholfen haben, zusammenzustellen und dann dafür ein Rating gegeben haben, das beste Rating, und dann hat sich innerhalb eines Jahres herausgestellt, dass das Schrott war. Also da haben sie wirklich auch massiv an Glaubwürdigkeit verloren. In Klammer gesagt, ohne dass das irgendwelche rechtliche Konsequenzen hätte, was nicht unproblematisch ist. Was Staaten betrifft, ist es in der Tat so, dass hier ein Dilemma entsteht, aber das ist nicht nur ein Dilemma der Ratingagenturen, das ist ein Dilemma der Märkte insgesamt, wo die Märkte zuerst von den Staaten verlangen, als Element der Glaubwürdigkeit, dass es ein massives Sparprogramm gibt, eine Budgetrestriktion. Und dann, sobald das eingetreten ist, ist das Argument, naja, aber das wird jetzt zu einem massiven Einspruch des Wachstums führen und deshalb machen wir ein zweites Runterraten, weil das natürlich das Risiko dieses Landes noch erhöht. Das heißt quasi, wie immer ich es mache, bin auf der falschen Seite. Daher glaube ich, dass es notwendig ist, auf der einen Seite eben neben der Sparseite eben auch die Wachstumsseite zu betonen und auf der anderen Seite, dass für bestimmte Fragen man eben die Rolle von Ratingagenturen reduziert, indem sie einfach in dieser Form nicht mehr so relevant sind. Das ist etwas, was zum Beispiel die Europäische Zentralbank ja gemacht hat, dass es sich bei bestimmten Einschätzungen eben nicht nach Ratingagenturen ausrichtet. In Amerika ist eines der wichtigsten Gesetze im Rahmen der Reformen der Finanzmärkte, Frank Dodd Act, verbietet sogar allen öffentlichen Stellen, sich auf Ratingagenturen zu beziehen. Und ich glaube, wie gesagt, es geht nicht darum, Ratingagenturen aus der Welt zu schaffen, sie haben eine Funktion, aber es gibt bestimmte Bereiche, wo man sich sozusagen nicht von ihnen alles vorschreiben lassen soll. Und ich glaube, das ist der Weg. Jetzt ist gerade im Zuge der Diskussion über Ratingagenturen auch immer wieder aufgekommen, quasi das seien ja alles amerikanische Firmen, Privatfirmen, es sollte europäische Ratingagenturen geben. Ist das ein Rezept? Wie ich Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank war ich Mitglied einer Arbeitsgruppe, die eine europäische Ratingagentur gründen sollte. Wie bei allen in Europa war es wichtig, dass Deutschland und Frankreich dabei ist. Und das sollte eine privatwirtschaftliche Sache sein. Die Ratingagenturen sind ja privatwirtschaftliche Einrichtungen, in der Regel aufbauend auf Verlagen. Und die Verlage gehören dann wieder anderen Finanziers. Faktum war, es war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, weder in Deutschland noch in Frankreich hier jemanden zu finden, Unternehmen zu finden, die bereit waren, für etwa 5 Jahre die Verluste zu tragen, die einfach die Anfangsverluste einer Ratingagentur sind.
Jetzt im Augenblick gibt es wieder von Roland Berger, von der Beratungsfirma, eine Initiative, so etwas als Stiftung zu machen. Ich hielt das für interessant, weil ich glaube, es ist schon wichtig, hier möglichst viel eine Vielfalt zu haben. Aber man soll sich nicht die Illusion hingeben, dass die jetzt sozusagen lauter quasi europafreundliche Stellungnahmen machen muss. Die muss genauso urteilen, allerdings vielleicht eben doch ein bisschen mit einer besseren Nähe, mit einer besseren Kenntnis der europäischen Märkte. Also mehr Sachverstand für Europa. Aber ja. Im Prinzip sollte eine europäische Rating-Agentur nicht anders handeln als eine gut geführte internationale. Ist unter den Fachleuten in dem Bereich, gibt es Unterschiede in der Einschätzung der einzelnen Agenturen? Da sagt man, der Standard & Poor's ist der härteste und die sind ein bisschen oberflächlich. Und hat das irgendwelche Auswirkungen? Nimmt man die einen ernster als die anderen? Also da gibt es immer wieder Diskussionen. Ich persönlich würde das nicht so sehen. Ich meine, man muss schon letztlich sehen, die Ratingagenturen haben natürlich, stehen ja in einem Wettbewerb zueinander. Also sie müssen eine gewisse Glaubwürdigkeit haben. Aber wir hatten vorige Woche oder vor 10 Tagen eigentlich schon eine interessante Situation, wo die eine Ratingagentur, die sich eigentlich speziell auf öffentliche Haushalte bezieht, Fitch, von sich aus eine starke Kritik an den anderen Agenturen gebracht hat. Was das erste Mal, dass eine Ratingagentur eine andere kritisiert. Und das finde ich als Fortschritt, weil das zeigt, dass dieses Oligopol doch ein bisschen lebt und ein bisschen aufbricht. Ne? Ich hoffe. Ja. Nächstes Thema, auch immer wieder sozusagen, wenn man einfach denkt, wieso kriegen die Staaten diese Riesengeldmenge, die da virtuell um den Globus rast, die ja erschreckende Ausmaße erreicht, nicht in den Griff. Ist eine Finanztransaktionssteuer theoretisch ein Mittel dazu? Gäbe es andere Mittel dazu? Oder ist es eh egal? Also zunächst einmal, das ist ein sehr poetisches Bild von einer Geldmenge, die um den Globus rast. Ja. Sondern worum es geht, also wenn ich das jetzt sozusagen ein bisschen ins Triviale übersetze, ich habe einfach verschiedene Märkte. Ich habe einen Geldmarkt für die kurzfristigen Gelder zwischen den Banken, ich habe einen Kapitalmarkt für die längerfristigen, ich habe dann Märkte für Rohstoffe, ich habe natürlich Gold als einen eigenen Markt und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt hier sozusagen sehr unterschiedliche Märkte, die natürlich auch von der Ausmaß der Liquidität in unterschiedlichem Maß betroffen sind. Die Finanztransaktionssteuer hat von ihrer Konstruktion her zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist eine schlicht fiskalische, sozusagen quasi eben für die öffentlichen Haushalte Geld reinzubringen. Und ein Argument dafür ist ja das, und das spielt in der aktuellen Diskussion in der EU eine Rolle, Finanztransaktionen sind ja im Gegensatz zu Transaktionen der Realwirtschaft von der Umsatzsteuer befreit. Und das wäre sozusagen so eine Art Umsatzsteuerersatz für den Finanzbereich. In der Form, wie sie vorgeschlagen wird, würde das heißen, wieder, dass kurzfristige Transaktionen vergleichsweise höher besteuert werden. Wenn ich sozusagen längerfristig veranlage, dann habe ich ja weniger Transaktionen und dann ist meine Steuerlast geringer. Und ich habe quasi eine Belohnung des langfristigen Investierens und eine Belastung des kurzfristigen. Ich glaube, beide Aspekte, sowohl der fiskalische wie der Struktureffekt, sind relevant und sind wichtig und sind meines Erachtens auch ökonomisch sinnvoll. Die schwierige Frage ist eben die, in welcher Weise lässt sich das umsetzen? Und da kennen wir ja die Diskussion, dass es natürlich im Prinzip erfordert, dass es weltweit umgesetzt wird. Jetzt ist die Frage, wenn ich das nicht erreiche, kann ich es zumindest in begrenzten Wirtschaftsräumen umsetzen? Das ist wahrscheinlich richtig, aber nur, sie dürfen nicht zu klein sein. Und in Europa haben wir derzeit das Problem,
dass eben der größte Finanzplatz Europas ist in London. Die machen sicherlich nicht mit dabei. Und jetzt gibt es eine Diskussion, gibt es Alternativen dazu? Und es gibt ja einige Alternativen. Und diese Diskussion ist jetzt zu führen. Aber theoretisch und vom Prinzip her halte ich eine Finanztransaktionssteuer für eine sinnvolle Sache. Ich bin mir nur nicht sicher, ob und wie rasch sie umzusetzen ist. Und welche Alternativen gäbe es? Naja, es gibt sozusagen die simpelste Alternative, das ist ja die, die vom deutschen Finanzminister Schäuble hier vorgeschlagen wurde. Das ist das, was es hier in England gibt, in London, das ist so ein Stamp Duty, das ist in Wirklichkeit eine Art Börsenumsatzsteuer. Die natürlich nur sehr auf einen sehr begrenzten Bereich geht und den kann man natürlich etwas ausweiten, das ist dann die Frage. Es gibt dann andere Aspekte, die so eine Art Mehrwertsteuer für Finanzdienstleistungen vorhaben. Und Sie wissen, wenn man einmal beginnt, über Steuern nachzudenken, ist der Fantasie ja, sind wenig Grenzen gesetzt. Also es gibt ja dann eine Fülle von Überlegungen. Aber das sind die zwei Varianten, die derzeit eigentlich konkret als Alternativen in Diskussion stehen. Und diese Diskussionen werden weiterverfolgt und es steht zu hoffen, dass es irgendwann einmal so weit ist, dass es das geben wird und dass das dann auch wirkt. Also die wirkliche Frage ist immer, so wie es derzeit aussieht, ist Großbritannien, obwohl sie ja selber so eine Stamp Duty haben, eigentlich nicht bereit, an europäischen Aktivitäten teilzunehmen. Und die Frage ist, wie kann man Dinge konstruieren, dass sie eben auch funktionieren, ohne dass Großbritannien direkt mitmacht. Das ist schon möglich, nicht? Weil ich muss es ja nicht sozusagen unmittelbar vor Ort einheben, sondern ich kann ja auch Transaktionen auf andere Weise besteuern. Aber es wird halt alles ein bisschen komplizierter. Und das ist die Diskussion, die hier geführt wird. Wir hatten ja vor kurzer Zeit eine Sitzung des ECOFIN, also des Rats der Finanzminister, wo ich mit der hier virtuell sitzenden Frau Ministerin dabei war. Und da war das natürlich eine sehr mühsame Diskussion und die zum Teil von den Engländern relativ aggressiv geführt wurde, wo also, ich glaube, das kann man sagen, der englische Finanzminister dann gesagt hat, naja, also wenn die Deutschen darauf drängen, sozusagen so eine Steuer einzuheben, die den Finanzplatz London betrifft, dann würden sie dafür eintreten, für eine höhere Steuer auf Luxusautos. Und also, auf dem Niveau hat sich das ein bisschen abgespielt, aber sozusagen die Kommission arbeitet schon daran, dass man da etwas differenziertere Vorschläge bekommt. Gut, wenn ich das jetzt so höre, denke ich mal, da spielt sich die große Politik, die europäische Politik, auch nicht viel anders ab, als sich der kleine Maxi die österreichische Politik vorstellt. Aber also Sie kennen sicherlich das Wort von Karl Kraus, wie sich der kleine Maxi die Politik vorstellt, so ist sie. Und das ist aber keine Neuigkeit, sondern wie gesagt, das ist von Karl Kraus. Ja, aber damals hat es noch keine Europäische Union gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Anderer Themenkreis. Österreich und die Geschichte unserer Engagements im Osten. Da gibt es ja jetzt immer wieder viele verschiedene Meinungen dazu. Es gibt auch, soweit ich weiß, Ihre sehr distinguierte, dürfen wir die hören? Ja, also vielleicht, das ist meines Erachtens genau eines der Beispiele, wo die nähere Kenntnis der Umstände eben schon zu einem differenzierteren Urteil führt. Also aus der amerikanischen Sicht oder aus der angelsächsischen Sicht ist das wirklich oft sehr pauschal und sehr damit auch letztlich irreführend. Ich glaube, dass aus der österreichischen Sicht, aus der Erfahrung, das Engagement der österreichischen Banken in Zentral- und Osteuropa eine Erfolgsstory war und eine Erfolgsstory ist. Und zwar eine Erfolgsstory für beide Seiten. Für die Länder, für die betroffenen Länder, weil es denen auf diese Weise möglich war, sehr viel rascher eine funktionsfähige Finanzinfrastruktur zu bekommen, als das sonst möglich gewesen wäre. Es hat ja im kommunistischen System keine funktionierende Finanzinfrastruktur gegeben.
Und natürlich für die österreichischen Banken, aber auch für die anderen europäischen Banken, die dort tätig sind, ist eine Erfolgsstory, weil es gerade auch für die österreichischen Banken bedeutet hat, dass man in international wettbewerbsfähige Größenordnungen hineinwachsen konnte. Also es ist und war eine Erfolgsstory. Natürlich muss man es differenziert sehen. Also es gibt, und zwar einerseits, dass es eine Erfolgsstory war, dass es aber natürlich Risiken gibt. Und die Risiken sind vor allem entstanden in den Fällen, wo ich einfach zu rasch gewachsen bin. Also es hat, nehmen wir an, ein Land wie Rumänien, das hat dort Jahre gegeben, da hatte ich 40-50% Kreditwachstum pro Jahr. Natürlich von einem vergleichsweise geringen Niveau aus. Aber das sind Wachstumsraten, die kann man einfach nicht mehr seriös kontrollieren. Das haben wir Gott sei Dank auch wieder in normale Bahnen zurückgeführt. Und das zweite Risiko ist, dass es ja diese Region kein homogenes Gebiet ist, sondern eben sehr unterschiedlich. Also ein Land wie Tschechien, das ist übrigens das Land mit dem größten Engagement österreichischer Banken. Also wenn wir uns anschauen, wo sind die aktiven österreichischen Banken, ist Nummer eins Tschechien, ist ein Land mit absolut unbestrittener Seriosität. Wir haben Polen, ist das wachstumsstärkste Land der EU insgesamt. Slowakei ist kein Problem. Aber natürlich, wenn ich dann schon weitergehe, Ungarn ist, wie wir alle wissen, natürlich schon ein Land mit bestimmten Problemen und daher auch Risiken für die Banken. Das heißt, man muss das schon differenzieren. Ich glaube, die österreichischen Banken haben das auch gelernt, haben auch entsprechend vorgesorgt, sodass ich glaube, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind, aber sicherlich auf einem Weg, der eben jetzt eine langfristige Stabilität bedeutet. Und wir haben ja als österreichische Notenbank, Nationalbank, gemeinsam mit der Finanzmarktaufsicht den österreichischen Banken entsprechende Empfehlungen gegeben, wie sie für ein langfristig gesichertes Geschäftsmodell führen. Also nicht aus der Region sich zurückziehen, aber sozusagen so vorgehen, dass es langfristig stabil ist. Und ich glaube, auf der Basis bleibt es auch ein Erfolgsmodell. Danke vielmals für diese Einschätzung. Ich glaube, wir sollten jetzt, ich nehme an, dass ich mich auch nicht viel besser auskenne, mal klären, welche Instrumente sind denn jetzt sozusagen in Anwendung? Und dann fällt noch das Stichwort Eurobonds. Was ist das, was könnte das sein und warum wäre das besser oder schlechter als das, was es bisher gibt? Also wenn ich vielleicht mit dem Eurobond-Frage anfange, das wären sozusagen Bonds, die halt für Gesamteuropa ausgegeben werden. In einem beschränkten Maß haben wir das ja, weil die sogenannten Rettungsschirme, also der EFSF, das ist diese Europäische Finanzstabilitätsfazilität, refinanziert sich ja durch Bonds. Und hinter diesen Bonds steht eine anteilige Haftung der einzelnen europäischen Staaten. Auch Österreich haftet ja anteilig für diesen dafür. Das heißt, in diesem begrenzten Ausmaß haben wir Eurobonds und das sind auch Bonds, die auf den Märkten gut aufgenommen werden und die entsprechend hier zur Finanzierung dieser Rettungsschirme verwendet werden. Als generelle Maßnahme kann ich es mir derzeit nicht vorstellen, weil das sind eben, wenn man will, Staatsanleihen und hinter einer Staatsanleihe muss auch ein Staat stehen mit einem Besteuerungsrecht, das dann letztlich zur Bedienung dieser Staatsanleihen herangezogen werden kann. Das haben wir in Europa derzeit nicht. Wir haben kein einheitliches europäisches Finanzsystem. Der Bereich der Steuern ist überhaupt noch etwas, was in der Hoheit der einzelnen nationalen Regierungen sind. Vielleicht werden wir mal in diese Richtung kommen, aber ich würde immer sagen, gerade im Bereich der Finanzen soll man eher vorsichtig und, wenn man will, konservativ sein und nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Also daher ist es im Prinzip eine Idee, über die man sprechen kann, für die ich aber derzeit keine Realisierungsmöglichkeit sehe. Würde aber bedeuten sozusagen, und möglicherweise geht es ja auch in die Richtung, europäische Wirtschaftsregierung, europäische Steuern,
Ist das ein wünschenswerter Weg? Ist das ein notwendiger Weg? Bin sozusagen seit vielen Jahren ein massiver Verfechter und Kämpfer, wenn man für eine stärkere europäische Integration. Also ich glaube, es ist für Europa, gerade in einer Welt, wo ja etwas Asien an Bedeutung mehr gewinnt, wo Lateinamerika an Bedeutung gewinnt, sehr wichtig, sozusagen seine Stärke gemeinsam auszuspielen. Daher bin ich für größere Integration. Nur, das ist sozusagen die Zielsetzung. Und es wäre gefährlich für die Wirtschaftspolitik, Ziele mit Realität zu verwechseln. In der Realität haben wir das nicht. Und leider ist es sogar so, dass wir in der Realität derzeit eher sogar eine gewisse Rückentwicklung sehen, dass zum Beispiel diese Rettungsschirme eben nicht Teil des europäischen Rechtsraumes sind, sondern auf der Basis von zwischenstaatlichen Vereinbarungen getroffen worden. Also nicht europarechtlich fundiert, sondern zwischenstaatliche Vereinbarungen. Wir müssen damit leben, wir müssen sehen, dass es eben in Europa keine politische Bereitschaft gibt, so wesentliche Hoheitsrechte abzugeben. Ich glaube auch, dass das eben eine Entwicklung ist, die sehr viel mehr Zeit braucht, als wir wahrscheinlich glauben. Und daher wäre es unseriös, jetzt sozusagen solche Hoffnungen schon als Realität zu nehmen. Derzeit haben wir in Europa, wo gerade im Finanzbereich sehr großer Wert gelegt wird auf die Eigenständigkeit der Staaten, nicht zuletzt auch auf das Mitwirkungsrecht der nationalen Parlamente, und damit sind große Grenzen gesetzt. Wo wir gemeinsame europäische Regelungen haben, das ist zum Beispiel bei der Frage der Bankenaufsicht oder bei Fragen der europäischen Regulierung, also Stichwort Basel III, also die neuen Kapitalvorschriften und diese Sachen, das sind alles Dinge, die wir auf der europäischen Ebene regeln, aber nicht die unmittelbaren Finanzfragen. Das heißt, die sind immer noch in bilateralen Prozessen geregelt und in Einzelverträgen geregelt. Im Wesentlichen, und daher also auch der von mir hochgeschätzte frühere Präsident Trichet, der die Idee hatte eines europäischen Finanzministers, also als Langfristperspektive ist das sicher eine faszinierende Idee. Aber ich sehe, also der Weg dorthin ist ein enorm langer und wir haben ihn fast noch nicht begonnen. Also daher glaube ich, ist auch hier große Vorsicht angebracht. Gut, also wir haben ja nicht einmal die österreichische Finanzministerin hier sitzen. Ich würde, aber beim ECOFIN ist es schon dabei, dass man sich schon ja, aber hier bei uns nicht. Die Bosheit der öffentlichen Meinung ist das Archiv oder sowas ähnliches. Journalisten. Ja, nein, das wollte ich so nicht sagen. Das Profil behauptet in einem Rückblick, Sie hätten vor 25 Jahren durchaus Sympathien für Reaganomics gehabt. Stimmt das so? Und was das heißt das eigentlich? Das habe ich gelesen, hat mich aber sehr gewundert. Also, was würde es heißen? Ich hab in meiner Jugend Sympathien für viele komische Dinge gehabt, aber für Reaganomics eigentlich nicht. Was aber nicht ausschließt, und ich glaube, da ist irgendeine Verwechslung in einem gewissen Sinn gewesen, wo ich tatsächlich eine Änderung meiner Meinung habe, und in gewissen Sinn kann man das subsumieren vielleicht, ist in der Frage der Einschätzung der öffentlichen Verschuldung. Ich habe ja auch ein Buch über diese Sache geschrieben, wo ich durchaus sozusagen auch betont habe oder gezeigt habe, die positiven Aspekte von öffentlicher Verschuldung. Vielleicht ist das, was damit gemeint war. Nämlich in dem Sinn, dass es einerseits eine konjunkturelle Verschuldung gibt, die ist unbestritten, und daneben gibt es eine strukturelle. Und natürlich gibt es eine Fülle von Argumenten, wo man sagt, so wie ein Unternehmen seine Investitionen eben auch durch Kreditaufnahmen finanziert oder einen Teil davon, so kann auch der Staat langfristige Projekte, wenn sie sinnvoll sind, durch Kreditaufnahme finanzieren.
hier bin ich heute in einer sehr viel restriktiveren Position, weil ich einfach sehe, dass es zwar manchmal gute ökonomische Gründe gibt, nehmen wir an, eine Schule, eine Autobahn oder was immer, langfristig durch Verschuldung zu finanzieren, wo ich aber andererseits sehe, dass diese strukturelle Verschuldung den Handlungsspielraum von Staaten enorm einschränkt. Bis zu einem Grad, wo ich dann tatsächlich als Staat nicht mehr souverän bin. Und ich habe das auch bei anderer Gelegenheit schon einmal erzählt. Ein Schlüsselerlebnis für mich war, auch in meiner Zeit bei der Europäischen Investitionsbank, wie ich ein Gespräch hatte mit dem damaligen schwedischen Finanzminister Ingvar Carlsson, der dann später Premierminister wurde, und der mir schon damals gesagt hat, ein Staat mit hoher Staatsschuld ist nie ein souveräner Staat, weil es immer abhängig von der Meinung seiner Gläubiger und damit letztlich auch wieder abhängig von den Ratingagenturen. Und das hat sich in der Zwischenzeit dramatisch gezeigt. Man muss ja nur anschauen, etwa nicht nur Griechenland, aber zum Beispiel auch ein Staat wie Italien, wo unter dem Druck der Gläubiger innerhalb von einem Monat Reformen durchgepeitscht wurden, die sicherlich vernünftig sind, zum großen Teil zumindest, aber die also auf Druck von außen. Das heißt, daher glaube ich und bemühe mich auch, das sozusagen als Notenbankgouverneur in die Politik hineinzutragen, dass eine hohe öffentliche Verschuldung einfach eine derartige langfristige Barriere für die eigene Entwicklung eines Staates ist, dass sie, selbst wenn sie ökonomische Vorteile hätte, per saldo negativ ist. Und das ist sicherlich etwas, wo ich meine Meinung geändert habe gegenüber dem, was ich vielleicht vor 20 oder 25 Jahren gesagt habe. Aber ich finde, es sind ja Menschen langweilig, die ihre Meinung nie ändern. Das haben schon auch schon andere gescheite Menschen gefunden. Außerdem, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur wissen, was Reaganomics ist. Und es ist so schön, in Fragen zu stellen, weil man wird unglaublich viel gescheiter, wenn man ihnen zuhört. Ich würde jetzt sozusagen den offiziellen Teil auch wieder mit einem Zitat aus dem Profil beenden. Das ist diesmal keine Bosheit ausnahmsweise. Das Profil sagt, es gibt zu wenig Novotnis. Dem schließe ich mich an. Danke vielmals. Ich darf mich bedanken, aber ich darf Ihnen immerhin mitteilen, ich habe drei Enkelkinder. Also.